Guten Abend miteinander. Ich mache es nicht ganz einfach, ich spanne mich ein bisschen auf die Folter. Und fange darum noch immer ganz anders an. Hashtag MeToo. Ganz anders. Der Aufschrei gegen sexuelle Übergriffe beherrscht die Medien seit ein paar Wochen. Und ist gerade vorgestern zum Wort vom Jahr, zum Schweizer Wort vom Jahr gewählt worden. Eines der 20 häufigsten gebrauchten Wörter vom letzten Jahr. Ich hoffe, dass der Ausdruck und vor allem die Diskussion nicht so gleich wieder veräppen, wie es bei anderen Wörtern vom Jahr der Fall war. Zum Beispiel Filterblasen. Man könnte sich noch erinnern. Vor genau einem Jahr war das Wort das Schweizer Wort vom Jahr. Filterblasen. Das ist ein Wort, das einen grossen Widerspruch in sich vereint. Je vernetzter die Welt, desto isolierter das Individuum in seiner Nische von Gleichgesinnten. Kurz, wir umgeben uns eigentlich am liebsten mit Menschen, die genau gleich denken wie wir. Und vergessen, dass es noch andere Meinungen gibt. Das Internet fördert die Filterblase. Auf Facebook zum Beispiel. Der Algorithmus, den es dort gibt, gibt uns nur mehr Informationen, die uns entsprechen, die unsere Meinung entsprechen, die unseren Freunden entsprechen, die Meinung, die wir auch vertreten. Wir vergessen, dass es andere Meinungen gibt, dass es andere Menschen gibt, dass es andere Kulturen gibt und andere Ansichten. Das führt eigentlich zu einer Verzerrung von der Realität. Und die Realität ist die, die eigentlich wäre, wenn alle Filterblasen würden zerplatzen. Das bekannteste Beispiel für so eine Filterblase ist die Wahl von Donald Trump. Niemand hat damit gerechnet, oder eben die Blase hat nicht damit gerechnet, dass er Präsident wird und dann sind sie so richtig auf die Welt gekommen. Warum erzähle ich euch das alles? Die Spannung, ein bisschen auszuziehen. Nein, mir ist die Filterblase in den Sinn gekommen, wo ich das Stück, das wir in der Jury, der Markus Glücklich und Ueli Moser, als Gewinner gekürt haben. Und als ich das erste Mal gehört habe, ist mir die Filterblase in den Sinn gekommen. Und für mich das Stück die absolute Antithese ist. Die Antithese von der Filterblase. Vielleicht sogar so eine kleine, feine Nadel, die der Filterblase ein bisschen die Luft rausnimmt. Ein Plädoyer für die Offenheit, ein Plädoyer für die Offenheit gegenüber anderen, die Anerkennung und die Abbildung von anderen, verbunden mit dem eigenen. Das ist das Stück für mich. Respektvoll gemacht, all das. Aufrichtig und vor allem, das ist der springende Punkt, sehr liebevoll. Und jetzt sage ich es. Es ist die Quasi-Geiser-Zigarre von Marc Hänsenberger. Wir bitten auf die Bühne mit einem warmen Applaus. Vom ersten Drittel vom 20. Jahrhundert von Kasi Geiser eine vielfarbige Realität von heute. In 3,5 Minuten streift er in Deutschland, Rumänien, Frankreich, geht zu den Sinti, Balkan folgt auf, Ungarn und die Schweiz.
Die kulturelle Vielfalt die zeigt sich in den Takt auch. 7, 8, 6, 8, 4, 4, 3, 4. Also wahnsinnig viele Elemente stecken in diesem Stück in. Und das Spannende finde ich eigentlich und finden wir als Jury auch, ist, trotz dieser Vielfalt funktioniert das Stück mehr noch. Es ist trotz der unterschiedlichen Musiksprachen sehr homogen und zeigt, dass das andere eine Bereicherung ist. Und für mich ist gute Musik nicht nur der fantasievoll und der handwerklich schön und gut gemachte Umgang mit den 12 Tönen. Für mich ist gute Musik auch immer ein Statement, ein Abbild vom Zeitgeist, ein Kommentar zum Zeitgeist, ein Abbild von der Realität. Und Marc Hensenberger vereint beides für mich und ist darum zu Recht von uns als Jury, finde ich, zum Gewinner von diesem Wettbewerb geworden. Herzliche Gratulation. Und ja, an dieser Stelle herzlichen Dank, wir sind überrascht. Er hat ein Stück zusammen gemacht, möchte ich noch sagen. Und ich möchte noch sagen, dass es sehr spannend war, die anderen Beiträge zu hören. Nicht zuletzt auch die Zeche von Gärtnerli. Die Originale haben wir ehrlich gesagt nicht gekannt, außer eben via Internetseite vom Haus der Volksmusik. Und ich habe ein Stück ausgesucht. Mir ist nicht, dass er fast ein bisschen angesprungen, halb schweizerisch, halb italienisch. Und zwar wirklich aus dem Grund, wo Frau Kreis gesagt hat, weil es mir gedacht hat, er hat nicht nur in der Schweiz gerasen, sondern auch noch unter dem Haag durch. Das